Sie wurde über Nacht mit O2 versorgt. Die Atemfrequenz ist stabilisiert und die Sättigung ist jetzt wieder bei 95. Amber hat heute Morgen Wilson gebracht. Ja, das Männchen wird immer vom Weibchen getrieben. Also, ich möchte wissen, was wir hier haben. Hormonale Beteiligung schließt eine Porphyrie aus. Hat sie ihn geküsst oder er sie? Leider verpasst. In dem Augenblick hielt gerade ein Lieferwagen vor ihm. Wegener würde die erhöhte BSG erklären. Erklärt aber nicht den veränderten Mentalstatus. Den Punkt auf der Liste wollten wir ignorieren. Aber es steht da schwarz auf weiß. Und was ich schwarz schreibe, meine ich ernst. Lupus wäre eine Erklärung. Vielleicht hat sie sich nicht geändert. War das eine Zustimmung oder ein Gegenargument? Ein Gegenargument. Das dauert. Kann es nicht sein, dass ihr wahres Ich sowohl die Person ist, die sie jetzt ist, als auch die, die sie mal war? Können wir nicht unterstellen, dass sie früher ehrlich war, ohne ihr jetziges Leben als Betrug zu bezeichnen? Das Leben heißt nach wie vor Lärm. Das erklärt alles und damit nichts. Und wenn es Lupus ist, besteht ein Herzproblem, das uns noch nicht bekannt ist. Machen Sie einen Stresstest, kriegt sie einen Herzinfarkt, habe ich recht. Aber wir könnten auch warten und hoffen, dass... Sie haben Angst davor, nicht? Natürlich. Dazu haben Sie keine Veranlassung. Es sei denn, Sie geben mir recht. Es ist Wegener. Aber wir halten... den Reha-Wagen bereit, nur für alle Fälle. Oh mein Gott! Was tut ihr zwei denn hier? Ich hätte auch Sehnsucht nach Gesellschaft. In meinem Terminkalender stand ein anderes Restaurant. Ich werde wohl jemanden vorher. Ist schon okay. Hi, Greg. Ich darf sie doch so nennen. Wir sind ja jetzt sozial gleichgestellt. Und ich nenne sie eiskaltes Biest. Nun, quod erat demonstrandum. Ich sag das auf Latein, weil ich das Schwein in mir nicht verstecke. Sie wollen sich doch sicher zu uns gesellen. Sie haben es leichter, uns zu beobachten, wenn wir am selben Tisch sitzen. Wenn wir noch einen Tisch kriegen. Entschuldigt mich. Nein, nein, warte, ich... Achtung, sie wird ihm gleich deine Testikel um die Ohren hauen. Sie neigt fortwährend dazu, jeden Vorfall so zu behandeln, als wäre es der letzte Helikopter aus Saigon. Sie ist der Anti-Wilson, die Personifizierung des Bösen. Sie hat eine lästige Eigenschaft. Vielleicht sogar zwei. Wäre ich perfekt, würde ich eine perfekte suchen. Das gefällt dir. Es nervt, aber sie ist gut darin. Eine Sekunde. Es geht hier gar nicht nur um Sex. Alles klar, Mann. Dich reizt ihre Persönlichkeit. Dich reizt, dass sie ohne Rücksicht auf Konsequenzen handelt. Dir gefällt, dass sie jemanden demütigen kann, wenn er seinen... Oh mein Gott. Du vögelst ja mich. Treten Sie bitte schneller, Ross. Noch etwas schneller. Ich versuche es ja, verdammt. Was, wenn Dr. House recht hatte? Und Ross sich nicht wirklich verändert hat. Lupus verläuft chronisch, ist aber behandelbar. Und die Behandlung würde die Veränderung rückgängig machen und sie wäre dann wieder die, die sie vorher war? Ist nicht sehr wahrscheinlich. Sie wissen es also nicht genau. Sie würden eine andere Frau finden. Es gibt keine andere. Sie haben sie nur dreimal getroffen. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 12 Jahre. Und ist sie die Richtige? Wir wären nicht mehr zusammen, wenn sie es nicht wäre. Ich liebe sie wie am ersten Tag. Aber Sie sollten sie noch mehr lieben. Je besser man jemanden kennt, desto mehr sollte man ihn lieben. Okay, das genügt, Ross. Ihr Herz ist so stark wie ein Bär. Heißt das, Dr. House hat sich geirrt? Oh, oh mein Gott! Die Herzstärke beweist, dass Sie mit dem veränderten Mentalstatus Unrecht hatten. Es beweist nur, dass es kein Lupus ist, so wie der Beinschmerz beweist, dass es kein Wegener ist. Die Ursache kann auch eine Nervenkompression sein, eine Thrombose. Dann machen Sie ein MRT. Und anschließend ein MRI. Das MRT würde schon zeigen... Ob sich der Thrombus aufgelöst hat. Ein MRI kann jedoch Zeichen eines Beinaheinfarkts in Bereichen des Gehirns aufzeigen. Geben Sie mir einen Zehner. Nein. Ich habe nichts gegessen. Ich dachte, Sie waren... Ich habe noch nichts gegessen.